Hallo Leute, der Valrath wieder hier zurück mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das letzte Mal haben wir uns... Na, hier runter. Ein Schild und ein Schwert besorgt, damit wir uns zum Ekobaum aufmachen können. Und ja, das werden wir jetzt auch tun. Das Speichern hat uns immer wieder zurück in unser Haus gebracht. Drum. Zack. Zack. Navi, will was von uns? Der Weg zum Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes. Ja. Ja, nee. Wir befinden uns schon auf dem Weg zum Dekobaum. Dekobaum. Ich bin zurückgekehrt. Psst, das war Nagel. Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Balrog. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Balrog, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Aber logisch. So sei es. Tritt ein, tapferer Valrog. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Valrog. Und du, Valrog, höre mit C-Taste nach oben Navis Worte. Denn es sind Worte der Weisheit. Ja, Navi gibt uns eigentlich immer ganz hilfreiche Tipps, wie wir mit Feinden klarkommen können. Das will ich doch aber mal schnell hier schon mal die Stäbe hier ausrüsten. Achso, ich muss jetzt mal wieder dahinter kommen. Bei denen können wir auch zuschlagen. Nur das Problem ist, die brechen nach einem Schlag oder nach einem getroffenen Schlag ab. Das sind Stöcke. Gut. Schauen wir mal. Okay, ihr könnt auch nur dezent mehr. Ihr könnt euch ein bisschen bewegen. Und wir haben eine Dekonuss bekommen. Mit der Dekonuss können wir Gegner betäuben. Ja, was ist denn Navi? Ah, jetzt redet sie nicht mehr mit uns. Schauen wir uns mal um. Und zapp. Und zapp. Wer bist denn du? Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Das können wir mit Sicherheit. Aber wir nehmen uns erstmal die Truhe. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenbildschirm anzusehen. Blaue Räume haben wir bereits besucht. Der blinkende Raum zeigt unsere aktuelle Position an. Gut, ja, wir könnten hier raufklettern, aber da kommen uns die lieben Skulltudas hier in den Weg. Das würde uns auch Navi sagen. Vorsicht, hier sind Skullwandulas. Nutze eine Distanzwaffe, die wir noch nicht haben, um sie zu besiegen.
Also heißt, wir müssen uns erstmal eine besorgen. Schauen wir doch erstmal hier weiter. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Okay. Lol. Vergebung, Herr. Lasst mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue. Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Control-Stick nach vorne, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probier es einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde. Ja, der Deko-Form ist doch so ein bisschen mit einem Tutorial. Ja. Er geht doch. Ich würde mich halt eigentlich schon immer interessiert, was hätte den Stein da oben? Oder diese Plattform. Die Feenschleuder. Sehr schön. Nun haben wir eine Ferndistanzwaffe. Na. Hier können wir gleich mal trainieren. Weil das Zielen durch Navi ziemlich vereinfacht wird. Wenn man alles und das meiste anvisieren kann. Jetzt können wir uns auch den Skullandulas annehmen. Ah, das war. Die Steuerung ist hier umgekehrt. Zack. Ja, ich kann's noch. Das ist nur mit den Pfeiltasten ein bisschen schwer. Kleine Bewegungen. Na, geht doch. Und ab. Hier uns irgendwas Schönes fallen gelassen. Ja. Wir bekommen. Ach nee, vorhin, das war eine Deko-Nuss. Das sind jetzt die Deko-Kerne. Die wir als Munition. Warte mal, da ist doch noch was. Ja. Die wir als Munition verwenden können. Für unsere Schleuder. So, jetzt können wir darauf. Ein Rubin, der runterfällt. Super. Ja. Mit dir spiele ich ein anderes Mal. Wir sind eingeschlossen. Ah, hier können wir als erstes mal unsere Schleuder benutzen, um dich da oben runter zu holen. Okay, nein, können wir nicht. Aber wir können, wie vorhin angesprochen, den Deko-Stab verwenden, um ihn anzuzünden. Und diese Fackel hier zu entzünden. Das öffnet uns immerhin die Tür. Hoppala. Und wenn wir den Stab rechtzeitig wieder wegpacken, bevor er abgebrannt ist, ist er wieder heil. Höp. Und höp. Und Mist. Ja, ich kriege noch zurück. Hier hilft echt Kamera drehen. Warte mal, komme ich hier direkt rüber? Ja, das geht.
Aufgabe kommen wir hier. Ein Kompass. Jetzt sehen wir auf der Karte alle Schatztruhen. Ja, und dann haben wir in diesem Raum noch was Interessantes. Dafür müssen wir wieder hier hochfahren. Rums. Und zwar... Zack. Hep. 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 Da haben wir dieses Vieh hier. Das nennt sich goldene Skulptur. Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Du hältst dafür ein Skulptur-Symbol. Das Ganze hat nämlich auch so seinen Sinn, dass es... Ja... Ich will es jetzt nicht direkt Minigame nennen, aber einfach so eine Sammelqueste, die sich das ganze Spiel zieht. Und ich denke, die werde ich auch komplett machen. Ich denke, ich werde allgemein so 100% anstreben. Ja, komm. Zack. Jetzt können wir auch anwenden, was uns der Dekustens, glaube ich, uns gelehrt hat. Oder auch nicht. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Bumm. Und zwar wollte ich eigentlich nur hier rauf. Anvisieren. Mach ich euch halt kaputt. Halt, nein. Ich sehe gerade, ich muss zurück. Haha. Und zwar will ich hier hin. Und von hier aus können wir. Nein, können wir nicht. Okay, das hat nicht geklappt. Ich weiß auch, was Navi uns sagen will. Weil das habe ich nämlich jetzt auch gerade vor, das sehen wir gleich. Und hüpp. Ja, bin ich da hochgekommen? Aber durch den Raum hier. Oder? Nein. Hier habe ich mir die Schleuder geholt. Also das will ich jetzt noch rausfinden. Ach, da drüben, ich voll Depp. Weg. Weg. Ja, man darf nicht zu sehr am Rand klettern, sonst fällt er gleich wieder runter. Ich frage mich nur, was das für ein Geräusch darstellen soll. Was man bei jedem Schritt hört. Bums, Bums, aus die Maus.
So, ich hoffe, diesmal treffe ich. Ja, genau das wollte ich. Wenn man nämlich von da oben runter springt, kommt man nicht hier wieder raus. Ja. Okay, ich glaube, da komme ich erst. Da komme ich erst später ran. Da komme ich nicht hoch. Ah. Sehr schön. Ein Herz, das ich nicht brauche. Ah, aber ich habe jetzt schon wieder eine Idee. Und zwar anzünden. Hier rauf. So schwimme ich nicht. Hier rüber. Und ja. Ich kann es noch. Auch wenn mir der Stab abgebrannt ist. Aber ich würde sagen, wohin es da geht und wie es weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Das wieder heißt The Legend of Zelda. The Ocarina of Time. Und bis dahin. Ciao, ciao.